Leute, mein Name ist Simesky und ich begrüße euch zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Freunde, heute drehen wir wieder mal Erkenne die Cosplayerin. Der erste Part kam ja sehr, sehr gut bei euch an. Deswegen dachten wir uns, machen wir jetzt noch einen Part zusammen wieder mit Genshin Impact. Genshin Impact ist der heutige Sponsor des Videos. Ihr wisst ja, ich habe ja schon einige Kooperationen zusammen mit Genshin Impact gemacht, denn ich muss sagen, ich liebe Genshin Impact. Genshin Impact, richtig, richtig nice. Es ist ein Open-World-Adventure-Game, spielbar auf PC, PlayStation, iOS, Android, also eigentlich auf allen gängigen Plattformen, die man so kennt. Also PlayStation 4 und PlayStation 5 natürlich auch noch. Und ja, deswegen, also Genshin Impact, richtig nice. Vor allem jetzt mit dem neuen Update 4.3, da gibt es nämlich Events wie Roses and Muskets und den Fontinella-Film Festival Booths, bei denen es einiges zu entdecken gibt, wie zum Beispiel die vielen Minigames, aber auch auf neue Charaktere können wir uns freuen, darunter Chef Ryus, die Vollstreckerin der Gerechtigkeit und der Geo-Charakter Navia, Freunde. Deswegen richtig, richtig nice, lohnt sich auf jeden Fall, deswegen checkt es bitte unbedingt ab über den ersten Link in der Videobeschreibung. Ja, aber Freunde, heute geht es um eine professionelle Cosplayerin, das heißt, es dreht sich heute um eine Cosplayerin, die davon leben kann, wo es der Vollzeitjob ist, sehr, sehr spannend. Und ja, ich würde sagen, das Ganze mache ich natürlich auch nicht alleine, sondern ich habe mir natürlich für die heutige Folge eine Special Jury eingeladen. Ich würde sagen, wir starten gar nicht was rum, sondern bitten unsere Special Jury einmal bitte rein! Oh mein Gott! We are back again! Wie geht's dir, Bro? Servus, ich hoffe, dir geht's auch gut, ja? Ich vermute schon, was heute kommt. So eine, was vermutest du denn? Ich habe so ein Foreshadowing. Wenn ich das die Karten hier sehe, das könnte das mit Genshin zu tun haben, ja, oder? Das könnte mit Genshin zu tun haben, vielleicht. Okay. Vielleicht. Nee, wir drehen heute wieder Erkenne die Cosplayerin. Oh. Haben wir ja schon mal gedreht, kam Bro. Sehr gut an bei den Zuschauern. Ja, diesmal hast du das Konzept auch verstanden. Ne? Du weißt, worum es geht, oder? Bro, ich habe verstanden. Erklär mal das Format, bitte. Okay, pass auf. Da kommen jetzt gleich so Leute. Aha. In dem Sinne, was ist es heute? Cosplayer. Eine sagt die Wahrheit, alle anderen lügen. Bro, ich hab's endlich, verstanden. Bro, ich hab's verstanden. Sehr nice. Redemption Arc ist es jetzt. Ja, genau. Wiedergutmachung für damals. Wiedergutmachung. Genau. Wir drehen heute Erkenne die Cosplayerin. Du hast es gerade schon richtig beschrieben. Gleich sagt nur eine Person die Wahrheit, der Rest lügt uns an. Deswegen dachte ich mir, hole ich euch, weil ihr seid die Experten. Also, Hai ist anders drin. Also, die Hauptteilnehmerin lebt davon. Das heißt, sie macht das Ganze hauptberuflich. Genau. Und der Rest lügt uns eiskalt an. Ja, mit Cosplayer habe ich mich ja gut auseinandergesetzt. Alter, da musst du jetzt richtig abliefern. Ich versuche zu carryen. Du red dich mal hier nicht raus, du genauso, Bro. Ja, okay. Ich mache so auf Mentalmagie, okay, ist das Lüge oder nicht? Hai ist halt der Experte heute. Und ich gucke einfach, was ihr sagt, genau. Und entscheide mich dann dementsprechend. Wenn wir falsch liegen, ist deine Schuld. Ja, warum ist das schon wieder? Okay, dann würde ich sagen, starten wir gar nicht was rum, oder? Jo. So, unsere Teilnehmer, einmal bitte rein! Spannend, Männers. Was sagt ihr? Ey, das sind schon heftige Cosplays. Ich sehe jetzt schon, ist alles Genshin Impact, ne? Alles Genshin Impact, ist, also ja. Zhongli, Furina, Yamiko, Navia und Raiden Shogun. Bro, du bist ja richtig into it, Alter. Ich bin im Modus. Ich merke schon, du bist der Experte hier heute. Ich bin im Modus. Gibt's eigentlich auch Cosplayer? Cosplayer gibt's auch, aber ich denke, weil auch jetzt hier, wobei Zhongli ist eigentlich männlicher Charakter, ist aber auch beliebt bei den Frauen. Ich meine, gibt es Cosplayer, die das hauptberuflich machen? Also männliche? Ja, gibt's auch einige, aber das sind auf jeden Fall weniger, weil ich glaube, das ist nochmal so Geschmackssache, ob man das so mag oder nicht. Aber bei Männern kommt jetzt auch ganz viele. Also sagst du aber trotzdem eher frauendominierter Bereich. Würde ich schon sagen. Du hast eine Zukunft nach ihm. Du, da sehe ich dich tatsächlich. Als Genshin Impact Character? Auch. Sehe ich mich safe. Ja, als so ein Kämpfer, so ein Faustkämpfer. Okay, dann würde ich sagen, kann sich die erste vorne rechts einmal vorstellen, bitte. Ich bin Kiwi, auf Instagram auch Kiwi Cosplay. Ich bin jetzt seit ungefähr 7 Jahren in der Cosplay-Szene unterwegs und verdiene meinen Unterhalt damit seit 2 Jahren. Oha, seit 7 Jahren, wie alt bist du? Ich bin 19. 19? Oh, 12 okay. Schon. Mit 12 angefangen, crazy. Was war denn dein erstes Cosplay? Ganz cringe.
Ram aus ReZero. Ah. Die mit Ram. den pinken Haaren von Instagram. Mit den pinken Haaren, okay. Mhm. Was verdienst du so im Monat? Hängt ein bisschen davon ab, da ich viel mit Commissions mache, ist das immer unterschiedlich. Es ist meistens leider nur knapp über Mindestlohn, da ich es noch nicht so lange mache, aber wenn gerade ein Event ist, ein bisschen mehr, aber meistens so um die 1.500 im Monat. Auf welche Weise verdienst du das so? Weil gibt es ja wahrscheinlich mehrere Möglichkeiten, wie man als Cosplayerin Geld verdienen kann, oder? Genau, man kann natürlich gebucht werden für bestimmte Events, man kann Fotoshootings, wofür man bezahlt wird, Werbezusammenarbeit mit verschiedenen Firmen, Cosplay-Stores, Kontaktlinsenfirmen etc., Commissions, Perücken für andere Leute machen oder Cosplays nähen, Props basteln für andere Leute, wofür man dann auch bezahlt wird. Manche machen auch Not Safe for Work Content, also OnlyFans, Patreon, das ist jetzt nicht meine Schiene, aber gibt es auch welche, die damit ihr Geld verdienen. Was davon, also das jetzt beschrieben, was gibt es so allgemein für Wege und was davon nutzt du? Auf welche Weise verdienst du dein Geld? Ich hauptsächlich über Fotoshootings, teils Events, aktuell etwas weniger, weil ich einfach nicht die Zeit dafür habe, aber hauptsächlich Commissions und Fotoshootings bei mir. Und machst du auch ganz viel selber? Also du hast ja die Cosplays und so weiter, ich denke, da gibt es ja auch fertig gekaufte und das gibt es ja auch so, dass man es selber macht. Gehörst du dazu, die es auch selber machen? Ja, teils, teils. Wenn die Zeit ist, ist auch leider sehr aufwendig. Vor allem aber Props, also Waffen etc. für Cosplays bastel ich selbst. Nähen momentan nicht so viel, aber teils auch. Okay, dann danke dir erstmal. Dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter, bitte. Hi, mein Name ist Anni. Ich bin bekannt unter dem Namen Miss Erinblood. Das hängt zusammen mit einem Spiel, für den ich lange gearbeitet habe, das heißt Arzolane. Und ich verdiene allgemein mein Geld damit, dass ich mit Spielproduktion und allgemein auf vielen Events zusammenarbeite. Darunter 10 Clubs, Events von Genshin Impact und ganz sich allgemein Conventions. Dazu gehört meistens, dass ich die Jury bin, dass ich Moderator bin oder dass ich einfach ein Special Guest bin, der sich mit Leuten unterhält, einen Stand hat und auch Fotos mit Menschen macht. Was ist denn Genshin Impact? Genshin Impact ist ein Spiel, ein Multiplayer-Spiel. Das war früher, gab es noch Honkai Impact. Mittlerweile gibt es auch Honkai Star Rail. Es ist von HoYoverse oder früher auch miHoYo. Die haben verschiedene Events. Zum Beispiel, es gab jetzt das Sommerfestival in Berlin. Sie ist voll drin. Ja, sie ist voll drin. Ja, ja. Und die haben halt auch Events. Meistens buchen die Cosplayer an. Wie fandest du das Sommerfestival in Berlin? An sich, ich fand es wunderschön. Ich musste da halt leider mitarbeiten, hatte da viel zu tun. Aber an sich, ich weiß, dass es eine super Experience war und ich hatte eigentlich auch viel Spaß daran, die ganze Zeit übers Event zu laufen, mir die Shows anzuschauen, die Musik vor allen Dingen. Und das Essen war mega lecker. Wie fandest du die Quizshow? Die Quizshow, da war ich leider nicht dabei. Das war das Beste. Das war das Beste. Mit einem Top-Moderator. Da hatte ich leider zu tun. Da war was anderes auf meinem Plan mit dabei. Ja, da hast du das Beste verpasst. Was ist deine stärkste Plattform? Meine stärkste Plattform ist Weibo und TikTok. Weibo ist eine asiatische Plattform, das kann man im Endeffekt auch mit Instagram vergleichen. Durch die Tatsache, dass ich Spiele wie Arzolane und Girls Frontline vertrete, ist mehr der asiatische Raum bei meinen Followern vertreten. Das heißt, du bist auch international unterwegs und verdienst nicht nur in Deutschland dein Geld? Ja, ich hatte auch schon Auftritte in Paris bei einer Convention, da musste ich auch Moderator machen. Und dann hatte ich auch schon mehrere Ausflüge zu amerikanischen Conventions, zum Großteil in Kalifornien und New York City. Aber machst du die Moderation im Cosplay oder du als Person des öffentlichen Lebens? Im Cosplay. Also du machst auch sehr viel Genshin dann auch? Ja. Und was machst du da so? Bei Genshin allgemein wird man ja gefragt, welchen Charakter man spielen kann oder man bekommt einen Charakter vorgelegt. Und dann gibt es verschiedene Sachen wie, du bist für die Videos da, die sie dann auf YouTube hochladen. Du wirst eingeladen, um ein Gast-Cosplayer zu sein bei einem YouTube-Video oder bei einem TikTok. Oder du wirst einfach als die Person genommen, die Leute herumführt, die eine Ansprache hält oder einfach mit Leuten interagiert, die vor Ort sind, wie zum Beispiel Hilfe bei Quiz, bei Spielen und bei allen möglichen Charakteren. Kannst du mal so eine Ansprache halten? Zum Beispiel, was ich letztens hatte, war zum Beispiel, dass ich Lynette und Linnea gemacht hatte. Das wäre zum Beispiel, komm zu mir, spiel ein Spiel mit mir und du wirst sehen, welchen Preis du gewinnen wirst. War das gut? Klang das nach dem Originalcharakter? Achso, nee, das nicht, aber würdest du sie buchen? Sie hat halt so voll viele Sachen, weißt du? Ich weiß nicht, aber ich kenne es auch von vielen, dass sie sich dann auch verhaspeln dann, weil es halt zu viel, was sie machen. Denn am Ende ist es ganz schwierig. Aber so ein Allrounder gibt es selten, aber er existieren. Vielleicht ist sie ja eine davon. Ja, vielleicht sehen wir ja gleich bei den anderen nochmal. Genau, ich wollte auch noch. Ich Performances. Heb's, genau. Yes. Okay, dann danke dir erstmal, dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter, bitte. Hi,
Hallo, ich bin Mido. Ich cosplay jetzt seit fast 10 Jahren. Ich bin unter anderem unter Shiguro bekannt. Das ist mein Künstlername so gesehen auch. Ich verdiene größtenteils mein Geld als Vollzeit-Influencer, vor allem durch TikTok, aber auch mittlerweile sehr viel YouTube, dadurch, dass TikTok jetzt sehr viel an dem Creator Fund auch geändert hat und es nicht mehr so wertschöpfend ist, wie es mal war. Weil ich weiß, der TikTok Creator Fund, ich hatte vorher immer nur so ein 0,04er CPM oder so, so 4 Cent auf 1000 Aufrufe und jetzt sind es so 40 Cent. Aber man muss halt Videos über eine Minute posten, ne? Genau, das ist das. Ist das der Knackpunkt bei dir? Ich mache größtenteils so Kurzform-Videos und dadurch, dass das jetzt halt eben nur auf Langform-Videos geht und auch dieser Creator-Fund halt eben jetzt komplett geschlossen wurde für Kurzzeit-Videos, habe ich eben gesagt, ich mache jetzt vor allem YouTube, weil eben dadurch das profitabler für mich ist. Wie lange ist Cosplay schon Vollzeit bei dir? Ich habe aufgehört mit der Schule 2018 und ich habe so ein halbes Jahr danach halt nichts mehr gemacht und habe halt angefangen, so mehr in die Branche einzusteigen. Aber dadurch, dass TikTok erst so ein bisschen später, ein bisschen populärer gewesen wäre, konnte ich das erst Vollzeit machen, so nach 2, 3 Jahren. Das war so Anfang 21, glaube ich, circa. Also die ganzen Jobs, die du machst, reicht um... Mittlerweile ja. Also es wurde immer mehr. Vorher habe ich halt noch so nebenher was gemacht und mittlerweile reicht es halt eben durch diese Videos, die ich auf TikTok gepostet habe und dadurch, dass ich jetzt umgeschwungen bin auf YouTube, reicht es aus, ja. Wie ist das denn, wie sind da deine Einnahmen? Dir geht es vor allem um diese YouTube-Einnahmen und die TikTok, diese Creator-Fund-Einnahmen von früher und so weiter? Oder machst du auch irgendwie Kollabos und Placements und solche Sachen? Auch. Also dadurch, dass ich eben eine hohe Reichweite habe, haben mich eben auch schon relativ viele Firmen, mit denen ich regelmäßig dann Collaborations mache, angeschrieben. Und ich mache dann eben Videos über so bestimmte Beauty-Produkte oder eben auch Cosplay-Firmen, die mich angeschrieben hatten. Wie zum Beispiel diese hier, die heißt Doki Doki, mit denen hatte ich halt eben auch schon eine Collaboration. Und die stellen mir eben dann auch die Kostüme, die ich dann eben auch bewerbe. Was heißt denn hohe Reichweite bei dir? Wie viele Follower sind es denn? Ich glaube, auf TikTok müssen das irgendwie 750 sein, 1000. Und auf YouTube ist es noch nicht so viel, weil ich noch nicht so lange das mache, aber es sind auch schon so um die 50.000. 50.000, hä? Huh? Das sind eben diese Kurzform-Videos, die sind immer die am viralsten gehen und da kriegt man richtig viel. Also schon für Cosplayer 750.000 relativ groß, finde ich. Schon, aber wirklich leben können davon? Ich weiß, also durch TikTok weiß ich nicht. Und wenn es YouTube-Shorts sind, das ist ja nicht viel eigentlich. Dann ist es ja eher die Frage, würdest du dann dich so sehen, dass du sagst, okay, du bist Cosplayerin und das ist... das fühlst du oder fühlst du dich eher als ich bin eine Influencerin, die eben auch Cosplays macht? Eher schon Cosplay, weil durch das Cosplay bin ich ja auch bekannt geworden. Das sind die Videos, die bei mir viral gegangen sind und auch die Firmen, die mit mir ja arbeiten, die wollen eben auch nur Content im Cosplay haben und dadurch, das ist ja auch eben meine Haupteinnahmensquelle. Also auch die Creator Funds sind auch dabei, aber mittlerweile eben auch viel diese Collaborations mit den Firmen. Wie viel Prozent deiner Einnahmen macht das denn aus? Die Collaborations? Nee, die Kurzvideos. Die Kurzvideos machen 40-50% aus. Das war schon sehr viel. Also kann ich mir bei 750k auf TikTok nicht vorstellen, dass du davon leben kannst? Definiere davon leben können, ne? Ist halt die Frage, was für Kosten du hast. So. Aber ja, ja, aber selbst, ja 750k selbst sind schon... mit Creative Funds... Plus sie macht diese kurzen Videos nur. Ja. Das ist halt das Ding. Schwer. Schwer. YouTube-Shorts auch schwer. Danke dir trotzdem erstmal. Dann machen wir erstmal mit der nächsten weiter, bitte. Ich bin Jenny. Ich cosplay schon seit 3 Jahren. Und ich bin größtenteils in China bekannt, auf der Plattform WeChat. Kennt ihr vielleicht der ein oder andere WeChat? Nein, das ist so eine Art von TikTok gemixt mit Facebook. Also in China haben wir ja eigentlich nur eine Plattform und das ist eigentlich alles in einem. Das ist WeChat. Ich habe halt vor 3 Jahren angefangen. Ich habe eigentlich die Liebe zum Nähen gefunden und dann bin ich eher in das Cosplay eingestiegen. Ging aber relativ gut und viral, da ich meine eigenen Cosplays gestalte und nähe. J-Crafts. Das ist nicht mein Cosplay, was ich genäht habe. Und seitdem lebe ich davon. Ah, okay. Was Asien ist natürlich ein sehr interessanter Markt, ne? Ja. Was machst du da so in den Videos? Wie ist das? Ich gehe relativ oft live, da ich eben auch meine eigene Marke verkaufe. Ich habe auch Kooperationen. Ich wurde auch damals nochmal von Yudao eingeladen. Ich größtenteils werbe ich eigentlich nur für meine eigene Marke und
ja, die Leute lieben es. Ich achte sehr auf meine Details und ich habe meine ganze Leidenschaft in Cosplay drinnen. Deswegen, ich kann es eigentlich nur jedem ans Herz legen. Aber spielst du dann sozusagen immer den Charakter, den du jeweils cosplayst, oder geht es um das Nähen, dass du das vor der Kamera machst? Oder wie kann man sich das? Also, nein. Wie sähe das jetzt aus, wenn ich einen Stream von dir anmachen würde? Was würde ich dann sehen? Was machst du da? Ich bin in meinem Kostüm, in meinem Cosplay. Eigentlich wollen die Leute nicht viel sehen. Sie kaufen das live. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Deine Sachen, die du machst, live. Ja, genau. Man kann live gehen. Das habe ich in China gemacht. Ging relativ gut. Ich bin auch erst seit kurzem drinnen, aber ich habe einfach die Liebe zu den Details entdeckt. Ich weiß, dass Cosplays einfach viel Wert auf Details legen und ja, seitdem, ja. Ist halt die Frage, verdienst du jetzt das Hauptsächliche durch deine Produkte, die du verkaufst, oder dich als Cosplayer? Ich als Cosplayer auch, durch auch meine Kooperationen, die ich dann habe. Ich hatte zum Beispiel auch Kooperationen mit Wig-Marken und natürlich auch durch meine Cosplays. Okay. Also beschäftigst du dich auch mit den Charakteren, die du jetzt, sag ich jetzt mal, anziehst? In dem Sinne Navia, ja. Kennst du sie? Ich bin mehr in dem chinesischen Bereich. Kennst du Yudao? Nee. Shonen, die verschiedenen Shonen, Yudao und Mado, nein? Ja, aber Genshin Impact ist auch aus China, aber... Ja, aber ich bin mehr in diesen Mado, in Jindao, Yudao, kennt das jemand? Nein? Ja, okay. Ja. Krass, ja, interessant. Da bin ich mehr vertreten. Das macht natürlich schwierig, weil es so weit weg ist, so, ne? Ist halt nicht so greifbar. Aha. Aha. Danke dir erstmal. Wir machen erstmal mit der nächsten weiter, bitte. Hi, ich bin Juicy. Ich cosplay schon seitdem ich 9 Jahre alt bin. Ich habe jetzt seit 2-3 Jahren cosplay ich professionell, weil ich mit TikTok angefangen habe und halt auch mit Instagram und dadurch dann halt auch ein bisschen bekannt geworden bin. Was heißt ein bisschen bekannt geworden bin? Also ich habe halt angefangen, TikTok zu machen mit halt so selbstgemachten Cosplays, also halt nur Perücke und dann halt Make-up selber gemacht. Das ging dann relativ schnell viral. Und wo ich dann auch in anderen Nischen angefangen habe zu cosplayen, wie zum Beispiel Gaming oder halt auch Filme, so auch Comics, zum Beispiel Spider-Man, Batman etc., ist das dann irgendwie durch die Decke gegangen. Und auch schon vorher habe ich aber auch mit Firmen wie Genshin Impact zusammengearbeitet. Moco Queen, das ist eine berühmte Kontaktlinsenmarke für Cosplayer auch, wo ich dann auch die Produkte bewerben sollte oder so Try-On-Hauls machen sollte online. Und dafür gibt es dann auch Gagen, also wird man dann auch bezahlt. Okay, also ich merke aber, du setzt dich auch schon mit dem Charakter auseinander, ne? Ja, also ich spiele auch sehr viel Genshin. Also jetzt gerade zur Zeit nicht, weil ich gerade Fortnite am Grinden bin, aber kenne mich eigentlich auch relativ gut mit Genshin aus. Kannst du den Charakter mal spielen? Spielen? Ich kann es versuchen. Also ich habe jetzt tatsächlich die Archon-Quest in Fontaine, habe ich jetzt noch nicht ganz angefangen. Ah, I'm sorry. Deswegen, aber ich habe schon so 1-2 Clips auf jeden Fall gesehen. Okay. Auch von den Attacken habe ich auch schon ausprobiert. Ich cosplaye halt eher so aus dem Anime-Bereich, also eher Naruto, One Piece, ganz viel auch Attack on Titan, Jujutsu Kaisen. Deswegen, Genshin ist eher so. Ja, verstehe, aber so Cosplay ist deine, ist wirklich, damit verdienst du dein komplettes Ding. Ja. Du machst es erst seit 2 Jahren. Ja. Und TikTok bist du durchgestartet. Was, das würde mich auch ganz kurz interessieren. Was machst du in den TikToks dann jeweils? Ist das einfach, man zeigt kurz sein Cosplay? Sie craftet das dann auch vor der Kamera? Oder ist das einfach, man ist in Character und macht eine Pose? Also ich habe verschiedene Sachen. Also ich crafte auch Sachen selber. Zum Beispiel habe ich jetzt auch von Five Nights at Freddy's habe ich mir komplett Animatronic angefangen selber zu bauen. Davon zum Beispiel einzelne Ausschnitte, wie der Prozess halt geht. Vom Bilden bis halt zum Anmalen bis zum Endlackieren. Dann auch so Kurzvideos, zum Beispiel Transition, vorher, nachher, das heißt out of Make-up und dann Full Cosplay. Manchmal auch in Character, manchmal so Szenen, zum Beispiel nachgespielt, auch aus dem Anime oder halt auch zum Beispiel aus dem Game, so Lines, so Storylines dann. Und was sagst du jetzt zu diesen TikTok-Creator-Fund-Umstellungen und so weiter? Weil wenn du jetzt so eine Transition machst von einem Move zum anderen, das geht ja wahrscheinlich auch nicht länger als ein paar Sekunden, Nein. oder? Nein, also tatsächlich, ich benutze den TikTok-Phone nicht.
Ich brauche den nicht. Also ich benutze den nicht, weil sondern wie generierst du dann Einkommen? Ich generiere mein Einkommen meistens halt durch Zusammenarbeit mit Firmen, wie zum Beispiel Genshin selber, durch Werbevideos, wo ich dann zum Beispiel das Fontaine-Event anpreisen sollte. Habe ich dann auch im Nilou-Cosplay gemacht von Genshin. Dafür habe ich dann Geld bekommen und so Anfragen bekomme ich. Oder halt auch so für Gaming, Spiele, zum Beispiel Spider-Man, sollte ich auch für Gamescon, für Fotos, für mit den Kindern dann am Stand stehen. Und davon habe ich dann auch Gage bekommen. Und aber auch teilweise verdiene ich mein Geld halt durch Patreon und halt auch OnlyFans. Aber alles FSK 18, kein Nude. Warte mal ganz kurz. Oh, warte, OnlyFans? Also, das ist FSK 18, was du machst? FSK 16 mache 16. ich. 16, okay. Bei 18, dann wüsste ich es. Aber nicht, ganz kurz, hast du nicht gesagt, 18? Du sagst, 16. Das war ein Versprecher, sie meinte 16. Aber sie hat 18 gesagt, ja. Aber ich meine 16. Also ich mache FSK 16, ich mache kein Nude, ich mache nur Cosplay und dann halt in... Ja. Du hattest gerade so skeptisch irgendwie so, warum? Ich fand sie am authentischsten, also ich bin jetzt nicht so im Game drin, aber ich fand sie so vom Gesamteindruck am authentischsten. Fand ich auch bisher sehr stark, ja. Wen fandet ihr denn bisher am wackeligsten? Das ist super schwierig zu sagen. Ich glaube, wir müssen generell ein bisschen was sehen. Ich glaube, es muss einfach einmal, jeder macht so eine Pose von seinem Charakter oder irgendwie so, weißt du? Dass wir das so einmal in Action sehen können, weil jetzt so vom Sprechen her, kann ich persönlich das noch sehr schwierig einordnen. Also am meisten Potenzial sehe ich Zhongli und Yaemiko. Also ganz links und rechts hinten. Und rechts hinten, ja. Ja, okay. Also ich finde halt erstens 2 Jahre viel zu wenig. Mit 2 Jahren im Cosplay ist sau schwer. Also da wirklich sich durchzugreifen und wirklich selbstständig zu sein, alleine davon zu leben, finde 2 Jahre zu knapp. Fand es auch, hat nicht so überzeugt. Ich erinnere mich ja, was wir die Folge davor hatten, da haben auch alle gesagt, hier, ich mach das am Ende. Also auch mit OnlyFans und Patreon und so, am Ende waren es ja auch nicht. Das waren immer die Leute, die dann am Ende irgendwie doch mehrere Bereiche abgedeckt haben. So, von daher glaube ich halt, weil, hinten rechts sehe ich da, weil sie schon in sehr vielen Bereichen gearbeitet hat, bedeutet, die Firmen können sie auch flexibel einsetzen. Ach krass, ich hätte also hinten rechts am ehesten rausgebotet von allen. Ich glaube nicht. Und hier vorne links glaube ich halt, weil auch sehr viel genannt wurde, wie zum Beispiel Placements mit Make-up und so. Und das ist ja so viel Kohle, was da auch fließt. Von daher sehe ich da mit am meisten Potenzial. Also sagst du, Mitte war für dich am wackeligsten? Also nicht am wackeligsten, aber ich glaube, sie ist es nicht. Matthias, du wolltest nochmal eine Performance von allen sehen. Ja, ne? Was mich jetzt interessieren würde, ist, ich weiß jetzt nicht, ob ihr den Charakter, den ihr gerade spielt, oder einen Lieblingscharakter, den ihr sonst am liebsten cosplayt, ob ihr einmal in Charakter was vorführen könnt, zeigen könnt, irgendwie eine Pose oder, wenn ihr jetzt angenommen, das ist jetzt so ein TikTok-Video, oder eine Transition. Erstmal ist man ungeschminkt und dann kommt der Übergang, bam, und was macht ihr dann? Wie zeigt ihr den Charakter? Wie spielt ihr den so? Weil jetzt ja, glaube ich, überall immer wieder auch TikTok genannt wurde und Social Media, dass das so ein wichtiges Ding ist, ne? Jetzt würde ich das gerne einmal in Action sehen. Ist egal welcher? Also könnte ich jetzt einfach so tun, als wäre ich auch ein anderer? Oder muss es Furina sein? Oder? Ja, ne? Nee, Furina. Furina sein? Wenn du den Charakter, du kennst dich ja gut aus. Ich kenne mich leider ja nicht so aus. Also das Einzige, was ich weiß, ist halt, dass sie so macht. Dass sie halt eine Special Attack hat. Ich weiß halt leider nicht so viel über Furina. Okay, jetzt einen anderen Charakter von Genshin? Von Genshin? Ja, ich könnte den nachmachen. Ja, mach mal. Von Raiden. Sieht dann etwa sieht so aus. Dann schwingt die das noch so. Und die ist halt eher so, die kommt halt eher so, die ist halt ein Shogun und deswegen ist sie halt eher so elegant unterwegs. Ja. Vielleicht auch von den anderen vielleicht nochmal was? Ja, bitte. Ja, würde ich auch sagen. Weil bis jetzt haben wir ja sehr viel Furina gesehen hier, die mittlere. Ja, dann noch du einmal. Ich glaube, zwei der bekanntesten Charaktere, die ich cosplaye, sind 2B aus Nier Automata und Your Forger aus Spy Family. Mach mal den Forger. Ich könnte jetzt einen Spagat machen, das habe ich oft bei Bildern für sie gemacht, aber... Let's go. Aber du bist nicht aufgewärmt, oder? I'm impressed. Und aufgewärmt. Ganz ehrlich. Und sonst bei TikTok-Transitions macht man es ja jetzt nicht so extravagant. Da hat man ja einen kleineren Frame, da kann man nicht so wie bei Fotoshootings so viel raushauen. Oder so Beine hinter den Kopf oder so. Das ist ja bei Your Forger sehr passend, die ist ja nun mal sehr agil. Bei TikTok-Transitions ist es ein bisschen einfacher, da macht man viel mit den Händen, viel
vors Gesicht. Wenn man eine Transition macht, macht man es oft mit der Hand. Wenn man eine Prop hat, zieht man die Prop davor oder so. Also es ist ganz viel mit den Händen, sehr viel Ausdruck, Gesicht hin, her, hoch, runter. Also sowas ist es eher bei Transitions. Ja? Ja, schon. Und du lebst davon? Ja. Also, weil wir jetzt auch vorhin gefragt haben, die höchste ist ja momentan 750.000 Follower auf TikTok. Wie viel hast du? Auf TikTok? Generell, deine höchste Plattform? Ja, TikTok benutze ich aktuell super wenig. Ich bin generell sehr wenig online aktuell leider. Bei mir wird es gerade schwierig ein bisschen seit diesem Jahr aus privaten Umständen halt. Aber auf TikTok bin ich aktuell bei 35.000. Und, oh Gott, jetzt muss ich überlegen, ich weiß das gar nicht, ich zähle immer nicht so mit. Auf Instagram 7.000 oder so, also auch nicht so hoch, aber okay. Komisch. Sie ist zu ehrlich, sie ist zu ehrlich. Ich glaube, sie ist es nicht. Sie ist es safe nicht. Sie ist zu ehrlich. Also hätte man jetzt gepokert, hätte man, ich habe 1 Million Follower, weil wir es wissen. Ja. Aber mit 35.000 kannst du nicht, da kannst du auf gar keinen Fall Fulltime Cosplayer leben. Also ist ja dann, du bist halt der Ultra-Fuchs oder so. Naja, wenn Firmen sie buchen und so, bei irgendwelchen Events. Ja, und aber sowas. Die meisten skalieren schon so, wie viel Reichweite hat die Person. Ja. Also safe raus. Sind wir uns einig? Ich glaube, Braden Shogun ist es nicht. Ich fand's sehr schön präsentiert, sehr elegant. Also safe. Es sah safe. Auf jeden Fall aus, als würdest du dich auf jeden Fall viel beschäftigen damit so. Also was ich sagen kann ist... Oder ob du jetzt einen Tänzerin-Background hast oder so. Ich habe von Anfang an gesagt, dass ich nicht über Social Media mein Geld verdiene, sondern über Fotoshooting-Gagen. Also bei mir läuft es über die Gagen von den Fotoshootings, die nun mal auch schon die Grundgage relativ hoch ist, deswegen... Und das läuft. Vor allem in Berlin. Davon müsstest du ja auch locker mindestens 6 oder 10 im Monat haben, oder? Weil ja. Fotogagen sind jetzt auch nicht so crazy viel. Ich shoote eigentlich am Wochenende, also jedes Wochenende mindestens 2 bis 3 Cosplays und unter der Woche halt auch. Und immer wo gehen die Fotos denn hin? Die Fotos gehen zu Social Media, sie gehen zu Firmen. Ich habe mit verschiedenen Kontaktlinsenfirmen Kollaborationen. Cosplay-Webseiten, die benutzen auch nicht immer bekannteste Influencer, sondern einfache Leute, die available sind, die ein Studio haben beispielsweise. Ich habe zum Beispiel Zugriff auf ein privates Cosplay, also ein Fotostudio, ein privates. Das geht dann auf Webseiten, ähnliches, wenn Cosplays verkauft werden, etc. pp. Okay, aber ich glaube, das reicht trotzdem nicht. Das ist trotzdem einig, ich glaub, das oder? Nicht. Hast du echt gut gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. Okay. Erstes raus. Ich bin mir hinten links noch nicht ganz sicher, weil ich habe dieses ganze Konzept mit dieser chinesischen Plattform und so weiter, das habe ich alles nicht ganz verstanden. Das war ja. Mir ein bisschen... Die Frage ist also, auch, was ist Ihre Haupteinnahmequelle, ne? Weil ja. So wie für mich hat sich das jetzt so angehört, als würdest du hauptsächlich Geld mit den Kostümen verdienen. Ja, und auch wie funktioniert das genau? Also ich als User, sie meinte irgendwie, ich kaufe mich in den Livestream ein, um sie dann im Cosplay zu sehen? Oder nein, so? Nein, ich glaube, während des Livestreams kannst du die Kostüme kaufen. Ja. Ach so, ja. Oh, okay. Können wir ihr das Mikro mal geben, bitte? Ja. Also haben wir das richtig verstanden? Du verdienst Geld mit den Kostümen? Ja. Mit meinen eigenen Aber Kostüm. Nicht selbst als Cosplayerin, oder wie? Doch, ich bin, wie gesagt, live. Ich mache Try-on-Hauls mit meinen eigenen Kostümen. Und ja, man kann das so kaufen. Es ist eine Nummer da und die kann man dann direkt dort. Es ist einfach wie TikTok in der Art und man kann das dann live kaufen. Wirst du aber auch irgendwie zu Veranstaltungen gebucht? Ja, damals wurde ich gebucht. Von Contact Lenses wurde ich gebucht. Und dann damals bei Youdao auch noch. Damals, als ich noch viral gegangen bin, da ging es los. Okay, aber okay. Du hast dann eine chinesische Community, die das dann ja. Kauft, oder wie? 1,5 habe ich auf WeChat. Hauptsächlich. Was heißt 1,5? 1,5 Millionen? Ja, Follower. Das heißt, du bist Chinesin, ne? Ja. Kannst du schon mal Chinesisch sprechen? Wo da ning fui su zhong wen, wo si zhong wo zeng. Wo hao lei ya. Ni ye si zhong wo zeng. Ich habe einfach nur gesagt, ich bin sehr müde. Das Einzige, was ich weiß. Und Cheche. Kannst du mal ein bisschen mehr sprechen oder auf Chinesisch vielleicht mal dein Cosplay spielen? Geht das? Ja, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Also mein Lieblingsshonen, Youdao. Ja. Kannst du mal so einen Livestream-Ausschnitt zeigen, also einfach mal so den Anfang, wenn du jetzt, stell dir mal vor, du wärst jetzt live. Genau, wir sind ein Zuschauer, wir gucken jetzt gerade zu, was machst wie, du dann? Wie fängst du dann an, wie können wir uns das vorstellen, auf Chinesisch? Das wird schwer.
Wieso, schwer ist auch dein Daily Business, oder nicht? Ja, das ist mein Daily Business, aber jetzt bin ich gerade ein bisschen nervös, aber ich versuch's. Nervös? Du hast doch 1,5 Millionen Abonnenten und bist live. Ja, ich bin vor euch, das ist ein bisschen was anderes. Okay, ich probier's. Also ich mache so eine Art Moderation. Ich sage, da cha hao, wode, yifu si na mu yang. Und dann mache ich eben die verschiedenen Charaktere nach. Ich will sehen, ob sie überhaupt fließend Chinesisch sprechen kann, weißt du? Ja, das glaube ich. Sie hat ja schon da ihre... Aber dein Sitz ist hier in Deutschland. Dein Einkommen kommt auch aus China. Ja, also es wird alles mit WeChat gezahlt. In China ist es einfach eine App für alles. Und da gibt es auch fast kein Bargeld mehr. Alles durch WeChat. Ob das mit 1,5 Followern stimmt, wissen wir ja eigentlich gar nicht. Aber ja, der asiatische Markt ist crazy. Ich kann mir schon vorstellen, also auch vielleicht mit Donations denn, und so. Ist sie denn dann auch per Definition Cosplayer? Ja, das ist halt das Ding, weil eigentlich bist du ja auch live. Ich ist so, als würde ein Livestreamer ein Cosplay tragen. Das macht aber jetzt nicht ein Cosplayer nicht zum Cosplayer, weißt du? Du bist immer noch ein Livestreamer, theoretisch. Also aber das ist halt ja generell das Ding, wenn du die Cosplayerin hast, die vor allem über ihre Social-Media-Reichweite Geld verdient, ist immer so dieser graue Bereich. Sind die jetzt Influencerinnen, die Cosplay machen, oder sind es Cosplayerinnen, die auch influenzen? So, ne? Wir suchen aber nach die Cosplayerin. Cosplayer. Genau. Ich glaube, das ist sie nicht. Das ist halt das Ding. Das ist so ein bisschen für mich wie, keine Ahnung, wenn wir jetzt den Fußballer suchen und der spielt so... FIFA. Livestream, ja, Fußballer ist ja auch kein Fußballer, weißt du? Ja. So ein bisschen, ja. Bisschen Sasserino, sagt man bei uns gerne. Das ist auch mein erster Impuls gewesen bei ihr von Anfang. Ich war bei ihr am meisten irritiert, sag ich mal. Wen fandet ihr von allen so am authentischsten bis jetzt? Ah, was heißt authentisch? Ich finde halt wirklich rechts und links haben das meiste Potenzial, wirklich das zu sein. Da müssen wir vielleicht noch ein paar Fragen stellen. Ja. Weil die haben wir noch nur einmal gehört bis jetzt. Ganz kurz, genau. Vorne rechts, magst du ihr das Mikrofon einmal geben? Nahim, du hast da so richtig krasse magische Karten vor dir liegen, ne? Ja, da stehen ja die ultimativen Killerfragen drauf, wa? Das stimmt, ja. Wollen wir ihr vielleicht eine dieser Fragen stellen? Naja, so Killer sind die eigentlich gar nicht. Oh Mann, so den ganzen Hype aufgebaut. Machst du deine Cosplays auch selbst teilweise oder kaufst du dir nur ein? Also ich selber habe noch nicht so ein großes Talent im Nähen. Ich bin dabei, besser zu werden. Aber wenn es zu Perücken kommt, wo ich dann selber Sachen umnähen muss, weil der Farbverlauf nicht da ist, den ich haben möchte, oder ich manche Pops beim 3D-Drucker selber machen muss, dann kommt das schon öfters vor. Wie viel Geld hast du jetzt durchschnittlich jetzt so? Oder was war dein teuerstes Kostüm, was du je gekauft hast? Mein teuerstes Kostüm hat 380 Euro gekostet. Das ist von einem chinesischen Spiel Identity V und das war ein riesiges Ballkleid mit Gold drauf. Also kein echten Gold, aber Gold gestickt. Ich glaube ja wenigstens. Was ist denn dein, wo hast du die meisten Follower, welche Plattform? Die meisten Follower habe ich auf Weibo, das wären 120.000 in etwa. Zurzeit aber allgemein habe ich mich mehr auf bisschen auf Genshin Impact, deswegen halt auch auf TikTok konzentriert. Ich bin nicht so gut in TikTok, das muss ich leider zugeben, weil es nicht meine originale Plattform war, auf der ich allgemein dann was gemacht habe. Deswegen habe ich gerade zurzeit nur 72.000 Follower. Da bin ich meistens eher wegen den Werbevideos von Genshin Impact, weil sie die dort immer anpreisen wollen und dort auch bezahlen. Auf Weibo bin ich dort zum Großteil wegen dem Spiel Genshin Impact. So wurde ich auch als allererstes bekannt, weil ich als deutsche Person einen deutschen Charakter gecosplayt habe und das kam in Asien damals sehr gut an. Wodurch verdienst du denn am meisten Geld? Am meisten Geld verdiene ich sowas wie zum Beispiel Auftritte auf Conventions, wenn es zu Jury oder Moderation kommt. Okay. Was zahlt ihr da Genshin Impact so? Genshin Impact zahlt meistens für Events pro Tag 600, 700 Euro, weil ich aktiv viel machen muss, also von Drehen, was vorsagen, irgendwas vorspielen. Und sonst bei Conventions allgemein ist meine normale Gage 500 Euro. Ich fange meistens auch nur sehr selten weiter unten an. Realistisch auf jeden Fall, wenn du jetzt nicht so mega super internationale Megastar bist. Es reicht, wenn du auf Conventions aktiv bist. Ja. Das reicht tatsächlich. Musst halt alle genug abfahren. Ist halt die Frage, wie oft sind so Conventions? Wie oft machst du das? Also die Convention-Hochphase ist meistens eher im Frühling, Sommer rüber, weil durch die Wärme. Wie oft bist du dann so in der Woche oder im Monat? Im Monat 2 bis 3 Conventions. 2-3 Mal im Monat hast du dann, und du sagst, das ist deine Hochphase, ja? Das ist die Hochphase von Conventions. Ich mache ja noch mehr als nur die Conventions selber. Ich habe jetzt zum Beispiel für Genshin Impact, da sind noch die kleinen Events, die Werbevideos, die sie drehen, die sind meistens unabhängig von Jahreszeit. Ich hatte zum Beispiel, letzten Monat hatte ich 3 Stück. Da bekomme ich dann auch meistens noch mein Geld von 500 bis 600 Euro obendrauf. Und dann gibt es auch immer noch Sponsormans und noch die Clubs, für die ich arbeite, wo ich einfach bloß als gratis Gast eingeladen werde. Und ich bekomme dann, je nachdem, ob ein Cosplay-Wettbewerb oder nicht vorliegt, dann auch noch mal 200 bis 300 Euro.
Okay, also an und für sich, das geht schon. Wenn das real wäre, was sie gerade gesagt hat, so, da kann man so schon ganz gut leben. Aber die Frage ist, was sagt euer Riecher, Nahim? Du machst das Ganze hier nicht zum ersten Mal. Was sagt dein Sass-Detektor? Dein Sass-Detektor sagt schon, aber auf jeden Fall sieht es nicht. Ich finde halt ihre Aura sehr interessant. Ich glaube ihr kein Wort. Nein, also ich kann mir vorstellen, dass sie das hobbymäßig macht. Den Eindruck gibt sie mir so ein bisschen. Also sie kennt sich ja sehr gut aus, muss man sagen. Aber ich glaube nicht, dass sie das Ganze hobbymäßig macht. Ich sag's auch gerne, aber irgendwie mein Gefühl sagt aber, das könnte sie sein. Ja, aber das Ding Runde ist, das ist jetzt nämlich gehabt. Wieder, das ist wieder so. Und dein Gefühl lag komplett daneben, oder nicht? Nee, letztes Mal, er lag richtig. Ja? Er lag richtig. Ich lag richtig. Okay. Und jetzt auch bei den Weihnachtsmännern. Jungs, ihr seid... Aber nein. Ich würde mal gerne noch mal hier ganz links noch mal tatsächlich hören. Ja, okay, aber wir müssen gleich wieder so, ganz treffen. Achso, wegvoten. Das Ding ist, ihr seid ja ein Fan von hinten links, ne? Fan? Ja, also sie wirkt auf mich authentisch. Keine Ahnung. Ja, der Weihnachtsmann wirkt auch authentisch. Genau, also wir müssen noch einmal ganz links noch mal hören, glaube ich. Können wir von dir mal irgendwas sehen, eine Performance oder so? Osmanthus wine tastes the same as I remember. Das ist so ein But Meme. But where are those who can share the memories? Okay, ja, das der stimmt. Der macht sich viel, das der stimmt. Ist halt das ist, das halt ist ein Voice-Line von ihm. Und abseits von dem Charakter, ja. du hast ja safe auch andere Charaktere, die du cosplayst? Ja, teilweise aus Animes auch. Dadurch bin ich auch vor allem berühmt geworden. Ich habe zum Beispiel so einen Trend nachgemacht, wo man auf so einem Beat so hüpfen musste. Das ging dann eigentlich die ganze Zeit nur so. Ja. Ah, das ist dieses din, oder? Das habe ich von einem Freund gesehen mal auf TikTok mit diesen Röcken so. Ja, das bei TikTok ist einfaches Content. Ah, nee, das also, ist das nicht. Das ist das Nein, nicht. War das nicht das? Das okay. ist das nicht. Mein Freund hat Blödsinn erzählt. Du meinst das Zero-Two-Meme. Warte, was beschreib das mal. Was meinst du? Nein, das ist, ja, weil ich kann das auch nicht vormachen. Nein, das war so ein TikTok-Trend. So vor Jahren hat das Gefühl, so, du hast geswiped jedes so. Dritte Video. Diese genau, Hüfte. Dieses mit der Hüfte und dann ist der Rock immer so mitgewippt, so dieses Ding, weißt du? Ich dachte, das, kennst du das nicht? Nee. Ah, du bist zu jung für sowas, Nahim. Ja, ich dachte, das wäre es jetzt. Aber es hat mich so ein bisschen dran erinnert gerade. Und sonst, was gäbe es da noch so? Von den Trends her, ja, also es kommen ja immer jeden Monat neue dazu. Jetzt neuerdings gab es ja auch diese ganzen, ich weiß nicht, ob ihr die gleiche For You-Page habt wie ich, aber diese Transition-Trends, wo man dann erstmal so einen Filter hat, wo man, ja, sag ich mal, ein bisschen verzerrt drauf ist und dann Bam, ist man halt im Cosplay und Slate und so. Slate. Und dann macht man so eine Pose, okay. Oder wie? Kannst du das einfach vormachen? Also so eine Pose wäre zum Beispiel, weiß nicht, wenn ich jetzt hier die Kamera hätte quasi, dann würde ich jetzt so mit der Hand da drüber gehen und dann halt so... Dann kommt schon das andere, dann kommt auch das Outfit und so. Boah, das sieht professionell aus, finde ich. Ja, das sieht richtig aus in diesen... Ich sag dir ja, das hat was auf jeden Fall. Was verdienst du denn pro Monat ungefähr? Ja, ist immer unterschiedlich, je nachdem, was für Firmen einen anschreiben. Welche wären es denn zum Beispiel bei dir? Also häufig ist es MAC tatsächlich, MAC Cosmetics. Die collaboraten sehr viel mit so deutschen Make-up-Influencern, sag ich jetzt mal, oder beziehungsweise Cosplayern auch. Und dadurch, dass ich ja viel mit Make-up auch mache, mich schminke, auch gerade diese Unterschiede von vorher und nachher zeige im Cosplay, haben die mich dann eben auch vor ein paar Jahren schon entdeckt und die sind wirklich tatsächlich eine Hauptfirma, die mich halt immer auch sponsort. Was war denn dein bester Monat? Bester Monat, ja, das war ein Monat, wo ich tatsächlich auch eingeladen wurde mal von Genshin Impact. Das war Anfang des Jahres irgendwann, da habe ich tatsächlich mit allem drum und dran auch so um die 3000 gehabt. Also das ist jetzt ein sehr guter Monat gewesen, weil ich eben auch das Event hatte, wo ich dann nochmal um die 1000 auch mit dazu bekommen hatte und... Ja, die wirkt auf jeden Fall authentisch. Genshin kann da eigentlich mehr zahlen. 3000 klingt jetzt nicht so ultra, ultra viel. Was bekommst du denn von Genshin so? Das darf ich nicht sagen, ne? Das waren aber auch, das war nur ein Event mit 2 Tagen, also... Ah, okay, 2 Tage. Ich habe irgendwie so ein Gefühl, vielleicht, ich glaube, Nahim hat auch so einen guten Riecher gerade. Ich weiß es nicht. Mein Riecher. Also mein seltsamer, verkorkster Riecher, wie ich gerade festgestellt habe, ist anscheinend, ich würde ja sagen, Mitte leider raus.
Das ist so mein, ja, weil dieses, fand ich auch, okay, weil ich streame für in China und mache da Livestreams und dann kannst du im Stream so Teleshopping-mäßig meine Cosplays kaufen. Ich kann mir nicht vorstellen. Gib mir mal das Mikro bitte. Ja, einmal das Mikrofon bitte. Was ist denn so die Hauptzielgruppe bei so einem Stream? Wer schaut dir dazu? Weil ich würde mir ja vorstellen, dass da vor allem vielleicht auch irgendwie Männer zuschauen. Das ist vergessen. 1,5 Millionen Follower. Genau, aber in der letzten Folge. Aber die Männer kaufen doch jetzt keinen Rock oder so. Eben, das meine ich ja. In der letzten Folge meinte beispielsweise eine, ja, wenn ich so streame oder so, mir schauen da immer nur so mittelalte Männer zu. Exactly. Hauptsächlich, ja, okay, aber die kaufen ja auch nicht so viel. Was sind mittelalte Männer? Das hatte sie in der letzten Folge. Nee, ich meine, wie alt sind mittelalte Männer? Ja, so 40 bis 55, so roundabout. Achso, ich hätte jetzt so um die 30 geschätzt. Achso, ja, aber ob jetzt das oder wie auch immer, halt so das männliche Klientel, das so zuschaut, aber die kaufen ja keine Kostüme, weißt du? Genau. Ja. Deswegen, wie ist so deine Hauptzielgruppe in solchen Streams? Du hast ja bestimmt irgendwelche Analytics, oder? Was hast du für ihre Vorlage gegeben? Hauptsächlich, ja, Frauen, ja, aber ich mache auch Male-Cosplays. Die laufen also nicht so gut. Ich hoffe, das wird noch, aber hauptsächlich Frauen spreche ich an. Das heißt, du machst weibliche Cosplays, damit Frauen die Kostüme kaufen und du machst auch männliche Cosplays, spielst männliche Charaktere, damit Männer die von dir abkaufen. Habe ich erst angefangen, läuft noch an, aber ich hoffe, das wird noch mit der Zeit. Und was sagst du dazu als Cosplayerin, dass die Jungs jetzt quasi sagen, dass du keine Cosplayerin bist? Ich wirke vielleicht ein bisschen ernst, aber ich bin einfach eine Businessfrau und ich weiß von meinen Zahlen, deswegen... Die Frage ist ja, bist du dann Cosplayerin oder doch eher... Cosplay-Unternehmerin oder wie? Ja, genau. Ich finde, das ist beides eins. Also man kann, wenn man schlau ist, kann man das mit einem verbinden. Und ich habe es mir halt einfach vor 3 Jahren zunutze gemacht. Das sind gute Antworten, aber mein Riecher ist so, das ist so schwer, die Folge. On the spot, so, wenn ich Cosplayerin wäre, würde ich jetzt so argumentieren. Weißt du noch, letzte Folge, da war auch die Unternehmerin, die am Ende gewonnen hat. Also die Agentur hatte, ne? Ja, aber sie wurde auch selbst als Cosplayerin gebucht. Dann hat sie ja auch gesagt, dass sie es tut. Aber das tun, würden ja alle sagen. Sagen du, ja auch alle. Du bist auch gebucht als Cosplayer. Das habe ich ja letzte Runde gefragt, ja. Es wird auch gebucht. Ja, okay, dann nicht. Kenne die Firma zwar nicht. Aber wieder ein anderer gebucht Hase, bist du in Deutschland sagen, ne? Oder im asiatischen Raum? Nur in Asien. Also in China. Dann ist es ja relativ. Aber was hält dich dann hier in Deutschland? Weil du lebst hauptsächlich hier. Ich bin zurzeit wieder hier, ja. Aber Weihnachten ist und meine anderen Eltern, also ich bin bei meinem deutschen Stiefvater aufgewachsen, wir feiern Weihnachten. Aber wie ist so dein Split im Jahr? Wo bist du, wo verbringst du mehr Zeit? Größtenteils in China, aber wie gesagt, es ist Weihnachten, ich wollte meine Familie besuchen. Nee, das kaufe ich hier nicht ab. Ich glaube, sie ist konstant in Deutschland. Schwierig, Bruder. Ja. Baut mal sie raus? Würde ich sagen. Kann sein, dass ich voll falsch liege. Verlass dich nicht auf meinen Riecher hier. Nein. Hein, du bist der Experte. Ja, jetzt schiebt es nicht auf mich. Doch. Nein, ich glaube, ihr seid da schon... Also ich kann mir schon vorstellen, dass da diese Wen würdest asiatische du denn rausvoten jetzt? Wir müssen jetzt eine Entscheidung treffen. Ich sag ganz ehrlich, ich würde halt hinten links rausvoten. Was sagst du denn zur Mitte erstmal? Zur Mitte? Es kann schon sein, aber... Okay, pass auf, von den drei, die vorne stehen, ein Ranking. Von den drei, die vorne stehen. Wir müssen langsam einen rausvoten. Ja, dann auf jeden Fall eine mittlere. Mitte raus? Ja. Sind wir uns einig? Sind wir uns einig. Okay. Hast du ganz gut gemacht, aber du müsstest einmal bitte raus. So, Matthias, wolltest du noch ein Ranking haben? Ich wollte, dass Hai die verbleibenden drei einmal bitte rankt. Was sagt dein Bauchgefühl? Weil ich lege ganz viel Wert auf dein Bauchgefühl. Mein Bauchgefühl? Ich glaube, die Kandidatin ist schon raus. die richtig ist. Aber was tatsächlich ist, Furina, also die Person in der Mitte, wahrscheinlich Platz 3. Platz 1 und 2 ist so links und rechts. Ich kann mir nicht entscheiden. Ja. Also das Ding ist, links und rechts, beide machen diesen stillen Hasen so. Weißt du? Ja, die sagen so. Aber auch so, seriös. Ja, so auf so, weißt du? Kannst halt schlecht rauslesen so. Ich bin ganz anderer Meinung. Ich würde sagen, Mitte gewinnt. Ey, nachher hast du recht, ja? Weißt du? Also das kann auch sein, ja. Das ist jetzt reverse. Aber die anderen beiden, glaube ich, beschäftigen sich sehr viel damit, aber machen es nicht hauptberuflich, sondern eher nebenher noch irgendwas anderes, beziehungsweise hauptberuflich eher was anderes. Das kann schon sein. Aber Mitte kann ich mir irgendwie ganz gut vorstellen. So. Deswegen sind die beiden links und rechts sind die ganze Zeit in Character, ja. Aber Mitte halt auch irgendwo. Ich finde, Mitte wirkt von allen am selbstbewusstesten irgendwie. Boah, ich finde, also jetzt Top 3 ist bei mir... Over, Game Over. Das ist schwierig. Dein Bauchgefühl ist Mitte. Du meintest, du hast noch eine Killerfrage. Oder ist nicht so gut? Ich wollte noch mal jeden Einzelnen fragen, wie lange die noch mal Vollzeit waren. Weil ich hatte, also Mitte war, glaube ich, 2 Jahre, rechts war 3. Oder, wie lange machst du schon Cosplay Vollzeit? 4,5 Jahre. 4,5 Jahre, in der Mitte war? Müssten jetzt 2,5 Jahre sein. 2,5? Bei mir auch ungefähr 2,5 Jahre.
Wisst ihr, was ich mich frage? Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich weiß noch ganz genau, wie ich zum Gewerbeamt gegangen bin, das angemeldet habe. Ich kann euch genau sagen, wie lange mache ich das. Und zu sagen, ja, so ungefähr 2,5 mache ich das so ungefähr Vollzeit. Man muss doch wissen, wann hat man angefangen, das Vollzeit zu machen, oder? Oder bin ich da einfach weird? Boah, ich könnte es wirklich jetzt auch nicht ganz genau sagen, weil es bei mir auch schon ich so lange ist. Rechts, genau. Rechts hat instant 4,5 gesagt. Richtig, ne? Das wirkte so solide, weißt du? 4,5, weil kurz gerechnet. Ja, dann und dann war ich im Gewerbeamt, zack, weißt du? Aber vielleicht ist es doch nur wieder voll falsch. Ich wüsste nicht mal, in welchem Jahr ich beim Gewerbeamt war. Echt? Okay. Ja. Nee, ich weiß das noch. Also ich würde sagen, rechts muss raus. Ja? Was sagt ihr? Aber ich gehe, soll ich mich diesmal einsetzen und sagen, nein, Nahim, ich glaube, ich habe diesmal recht. Aber wenn du sagst, ich glaube, ich habe diesmal recht, dann ist sie ja schon rausgegangen, oder nicht? Du meintest, deine eigentliche Favoritin ist sowieso schon rausgegangen. Nein, das war ein Scherz. Ach so, sie sind noch da. Ich habe das voll ernst genommen. Links okay. Und rechts sind, links und rechts sind deine Top-Favorites. Könnte es wirklich sein, aber am Ende kann ich auch komplett täuschen. Mitte also sagt ihr beide Mitte raus, oder was? Ja, wenn heiß Bauchgefühl ist, Mitte ist ein bisschen mehr am Schwächen als außen, dann gehe ich mit. Ja, ihr seid die Mehrheit, ne? Da kann ich nichts gegen machen. Wie er sich aber rausnimmt, weißt du? Ich hab so Schiss. Also ich bin für die Mitte, aber weil jetzt die Mehrheit sagt Mitte raus, muss auch die Mitte raus, ne? Also wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, ne? Würde ich tatsächlich mit links gehen. Ich versuche halt gerade so den Mikro-Expressionsleser zu machen, weißt du? Wirklich gucken, okay, was sagen die Gesichtsausdrücke gerade? Es sind beide erstmal komplett auf Pokerface-mäßig unterwegs, aber irgendwie, also ich habe das Gefühl, wenn ich die Cosplayerin in dieser Situation wäre, dann würde ich, glaube ich, nicht so stehen wie die beiden. Merkst du selbst? Ja! Ne? Merkst du selbst? Wo war das Schläge? Ja, ne? Mann, ach, das ist so schwierig. Aber das Ding ist, beide sind halt in ihre Posen halt. Also ja, so, ja, genau. So steht Yaimiko im Spiel und so steht Zhongli auch im Spiel. Also beide sind schon sehr authentisch. Ja, das wirkt auch wirklich wie... Sieht aus wie im Spiel gerade. Ja, ne? Die machen das nicht seit gestern. Das ich glaube auch dieses leichte Wippen, das ist nicht, weil sie nervös ist, sondern das macht sie so. Das macht sie so, wirklich. Ich bin ja voll schlecht, Alter. Kennt ihr diesen NPC-Trend auf TikTok? Dieses, dass man so tut, als wäre man Videospielcharakter? Okay, ihr seid ja jetzt heute Genshin-Charaktere. Könnt ihr einmal, die Kamera läuft jetzt und ihr seid im TikTok-Stream. Vielleicht fangen wir rechts einmal an, aber dann bräuchtest du einmal das Mikro. So, du bist jetzt in einem TikTok-Live, du spielst jetzt einen NPC. So, und da ist ja dieses, okay, es kommt, die Rose kommt rein und was auch immer. Kennst du das nicht? Und da muss man das oder immer, spielt man alles, das immer wieder. Das ist schon cringe. Ja. Na, du musst mir doch eine Belohnung geben. Okay, Belohnung. Dankeschön. Belohnung. Dankeschön. Große Belohnung, Flugzeug. Danke für das Flugzeug. Rose. Danke für die Rose. Ich kenne mehr nicht, ich habe keine Ahnung. Boah, das ist gut, ne? Ja, das schon. Das ist voll gut. Jetzt du? Ja. Ja, das war, wie sollen wir das denn sonst rausfinden? Das war wie im Spiel. Schwierig, ne? Schwierig. Ja, der Charakter, der ist halt überhaupt Zhongli nicht... braucht Geld. Gib ihr Geld. Okay, Zhongli braucht Geld. Mora. Geld. Oh, Mora. Osmanthuswein. Osmanthuswein. Nein, ich weiß nicht, ich kann das da sträubt sich gerade alles gegen mich. Nee, sorry. Boah, nee, jetzt hat sich meine Meinung... Ja, aber warum? Jetzt bin ich definitiv für rechts. Warum sträubt sich das gerade? Wegen des Charakters oder warum? Erstmal das und zweitens ist es hart cringe, diese Streams. Ich gebe dir auch die ganze Zeit. Ist es absolut, ja klar. Aber ich sag mal, wenn du einen Charakter cosplayst und dein Charakter, den du gerade spielst, ist ein Videospielcharakter, so, dann muss man sich auch in so ein Videospiel mal reinfühlen können. Ne? Ja, aber der ist halt total still und der würde sowas halt niemals machen. Der würde so sagen, ja, eine Rose. Ja, das kannst du ja auch so spielen sehr gerne. Das ist ja auch kein Problem. Ja, so in der Weise würde er es halt machen. Oder der wird halt das Geld aufheben. Schön, danke. Nee, Jungs, rechts ist es. Rechts ist es. Das war rechts sah für mich gerade professionell aus. Ich habe gerade sehr große und Regrets. Ich finde als Cosplayerin. Ich glaube, die Cosplayerin ist rausgegangen. Ist sie auch. Safe. Ist sie. Wir haben, das waren alle falschen Impulse. Wir haben du zu deinem Zeitpunkt, bei dir, bei mir, zu jedem Zeitpunkt falsche Impulse. Jeder hat die Red Flags als Green Flags gelesen. Genau, richtig. Okay, aber also ganz kurz. Von den beiden tendiere ich jetzt zu rechts auf jeden Fall. Ich finde, sie ist so ein richtiger Charakter. Also sie kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich würde sagen, rechts dominiert gerade, ja. Ja. Ich glaube, wir sind uns einig, oder? Wir sind uns einig, dass die richtige Cosplayerin schon rausgegangen ist. Ja, jetzt hier nicht Meinungswitch. Meinst du? Ne? Ihr wart ganz klar. Ja, aber von den beiden auf jeden Fall rechts.
Okay, was sagst du, Heido? Ich kann das alles nicht mehr. Es ist belogen werden und betrogen werden. Ich kann das alles nicht mehr. Ich glaube alles. Also irgendwie schlimmer das Gefühl, dass sie auch das sein könnte, weil einfach diesen ganzen Make-up-Business ist einfach so viel Kohle. Und wenn sie ganzen Make-up-Partner hat mit diesen ganzen Cosplays, kann ich mir schon vorstellen, dass es echt gut. Also gehst du mit links. Aber nur weil ein Markt. Aber groß nur, ist. Aber nur das ist das einzige Argument, was sie hat. Jetzt. Genau, und dass ein Markt groß ist, macht dich nicht als Person. Genau, ich finde das rechts extrem krass. Sie hat die Situation sofort erkannt und sofort angepasst. Eben. Und das ist halt eigentlich so wieder, okay, das spricht schon. Das ist schon, das, was sich wie ein roter Faden durchgezogen hat, dass sie, weswegen sie immer wieder stark aufgefallen ist. Rechts oder links? Rechts. Lass uns mit rechts gehen. Rechts. Wir gehen mit also rechts. Gehst du auch mit rechts? Okay, lass uns. Okay, dann sind wir uns ja alle einer Meinung. Absolut. Das heißt, wir entscheiden uns alle zusammen für rechts und denken, dass du die Wahrheit sagst und du lügst, und dann machen wir jetzt die Auflösung. Let's go. Ich hab's euch gesagt. Ich weiß nicht. Was? Ich hab am Anfang an mich Gefühl gehabt, dass sie das war. Aber ich hab's euch gesagt, wenn wir richtig liegen, und das ist so surreal, ich raste komplett aus. Oh, cool. Yo, vertraut mir doch. Ja, ich hab meinen Job erledigt. Ja. Good job. Dein Bauchgefühl. Sehr schön. Ganz am Anfang war ich echt. Dachte ich so, das war so schwierig. Aber zum Ende hin hier mit diesem NPC-Ding hat sie das echt. Ihr wolltet sie rausvoten schon Runde 2. Ich dachte so, nein, Leute, vertraut mir. Ich wollte sie am Anfang schon rausvoten. Okay, go! Gut. Boah, das fühlt sich gerade sehr befriedigend an. Crazy. Sehr, sehr nice. Jetzt frage ich mich, was die anderen alle so wirklich machen oder was sie mit Cosplay zu tun haben. Ich habe dieses Jahr im Sommer mein Abitur gemacht, mache jetzt ein freiwilliges soziales Jahr in einem Museum in Berlin und möchte dann daraufhin Geologie mit Archäologie studieren, dass Geologie ich Paläontologie mache. Ja, ich möchte Paläontologie machen. Ich habe klassisches Ballett gemacht für ungefähr 15 Jahre. Was hast du mit Cosplay am Hut? Ich bin Cosplayer, ich verdiene auch ein wenig Geld mit Cosplay, auch wie ich gesagt habe, seit jetzt 7 Jahren bin ich dabei, aber halt nicht, dass ich meinen Lebensunterhalt davon verdienen könnte. Und ich lebe auch zu Hause, also brauche ich das gar nicht. Okay, krass. So, jetzt Business Woman in der asiatische Markt. Ja. Ist das wahr gewesen? Nein, ich kann auch gar nicht so richtig Chinesisch. Guck, ey, ich wusste es doch! Oh mein Gott, deswegen wollte ich, dass sie länger spricht. Ja, ich mache eigentlich hauptberuflich nur noch OnlyFans und ich bin nicht... Hauptberuflich OnlyFans? Ja, und ich hab nicht mal die App WeChat. Also WeChat ist wirklich wahr, kenne ich von meiner Mama, aber ich habe nicht mal diese App auf meinem Handy. Und du lebst hauptsächlich in Deutschland eigentlich? Ja, also ja, ich bin eigentlich ja vorher Bayer. Ich komme aus Bayern. Und ich wollte noch fragen, du rollst ja das eher. Ja. Aber die Art und Weise, wie du es rollst, das klingt nicht so, wie wenn man jetzt Muttersprache Chinesin wäre. So. Nee, wir können ja auch das eher nicht lolle, ne, eigentlich. Nein, so meine ich es nicht, aber so diese Art, das klang so prinzipiell erst entweder bayerisch oder fast schon so osteuropäisch. Ne? So man könnte es so russisch denken, ja. Genau, so russisch. Aber eigentlich bin ich ja Bayer. Ich komme aus Minga, was wie man, ja. Digga, Kontrast, Digga. Wäre so, wenn ich jetzt Berlinern würde, weißt du? Ja. Wenn ich jetzt Berlinern würde, weißt du? Kommen wir auch in Berlin. Stark. Okay, war das vorhin aber chinesisch oder? War chinesisch, aber zum Teil waren das auch gar keine Wörter, Leute. Cool. Ey, ich hab's gar nicht verstanden. Bro. Oh mein Gott, du wusstest gar nicht, was ich gesagt habe, oder? Ich habe irgendwas verstanden, aber ich habe einfach nur gelacht. Deswegen wollte ich, dass sie länger spricht. Das war so sus, Bro. Ey, Digga, du bist so gut. Ja. Ich habe fast 1 Million Follower auf TikTok, ich habe fast 100.000 auf Instagram und auch YouTube mache ich, da habe ich auch fast 40.000. Zocke auch viel Valorant und verkleide mich dann auch eher so im Valorant-Cosplay und zocke dann dabei auch auf Twitch. Ich bin hauptberuflich Optiker im Moment noch, was ganz anderes.
Ja, aber dass ich zum Beispiel von Genshin schon mal gefragt wurde, ist auch wahr. Ich habe schon mal für die gearbeitet und ich arbeite jetzt auch auf Conventions auch als Influencer und bekomme da kostenlosen Eintritt teilweise. Also das stimmt da auf jeden Fall. Aber auch so im Cosplay-Bereich? Ja, ja, also ich cosplay auch seit 10 Jahren eben jetzt fast mittlerweile. Und ja, also auf TikTok habe ich schon ein bisschen was, aber nicht so viel. Okay. Und du bist die echte Cosplayerin. Ja, ich bin die echte Cosplayerin. Ich wurde auch angeschrieben, erst von der Gruppe von NativeX. Ob ich hier Teil davon sein möchte, allgemein, ich arbeite schon sehr lange mit Conventions zusammen und auch mit anderen Events, weil ich bin halt die Cosplay-Jury, ich bin mal Moderator oder allgemein, ich bin fürs Vorstellen von Produkten was, zum Beispiel wie von Uwu Drinks. Ich sollte das bei einem Club in Berlin vorstellen, wurde dafür bezahlt. Oh, das ich hab auch von weißt Uwu Drinks du nicht als der Gründer der Firma? Digga, was ist denn los? Was? Ich habe von Uwu Drinks was bekommen. Das ist die Plot-Twist-Folge. Tokyo at Night mich dafür bezahlt, zu sagen, guck mal, wir verkaufen das hier und Figuria verkauft das ja auch und ich sollte das auch weiter teilen und dafür habe ich Geld bekommen. Das ging ja nicht über mich. Andere haben für mich bezahlt, so damit andere... Ich weiß, kann das alles gerade. Das ist ja Plot-Twist. Aber gab es irgendwie ein Zeitpunkt? Ja, ich würde sagen, ein guter Unternehmer. Ja, gut delegiert. Du kriegst gar nichts mehr mit, Bro. Warte mal ganz kurz. Also ich weiß nicht, ob alles von dir kam. Ich habe halt erstmal das Probepaket bekommen, weil ich damals einfach angeschrieben habe, weil ich so war, hey, Getränke. Ich bin halt dafür bekannt, dass ich auch zum Beispiel auch mittlerweile in Clubs wie Otaku Bash halt Ehrengast bin, dort gratis reinkomme und halt Leuten das anwerbe, hey, guck mal hier, wir haben einen Anime-Theme-Club im Berlin-Alexanderplatz, kommt doch mal dahin. Und das sind halt so die Sachen, die ich mache. Ich werbe Dinge an. Wir müssen mal ein bisschen quatschen danach. Ich werbe Events an, ich werbe allgemein Leute an auf Conventions. Ich bin auch die Person, die halt Leute vorstellt und auch mit Jury halt auch Wettbewerbe für Cosplayer und ich werde dann halt auch dafür bezahlt. Und ja, das klingt am Anfang ein bisschen wenig, wenn ich sage, ich bekomme bloß 500, 600 Euro dafür, aber es häuft sich ja. Zum Beispiel, ich habe jetzt 3 Conventions, dann hatte ich jetzt noch 3 Videos von Genshin Impact, dazu hatte ich noch 2 Events und 2 Kooperationen und ich bekomme halt mitunter von diesen asiatischen Firmen auch Sachen geschenkt, wie zum Beispiel Patches, Merch und sowas wie zum Beispiel taktische Kleidung, weil ich auch sehr viele taktische Charaktere cosplay. Ach, boah, das ist die Ultra-Mindblow-Folge. Das heißt, heute gibt es keine 500 Euro zu verschenken, aber wir haben trotzdem was Schönes zu verschenken. Und zwar bekommt jeder von euch hier so wunderschöne Genshin Impact-Sticker. Also wenn ihr die haben wollt, könnt ihr euch die gerne. Die habe ich so noch nie gesehen, also scheint auch irgendwas krass zu sein. Ja, sind schon nice, könnt ihr euch nach der Folge gerne abholen. Habt ihr trotzdem alle sehr gut gemacht, wenn ihr was erwähnen wollt, dann könnt ihr das jetzt gerne machen. Mama, ich bin im Internet und folgt mir auf Instagram, kiwicosplay_. So, an alle meine Chinesen, wenn ihr mir ein paar Tipps geben könnt für chinesischen Unterricht, dann nehme ich sie auch gerne an. Ihr könnt mir auch gerne folgen auf Cheong Inay, Cheong und dann Jenny rückwärts geschrieben und ja, ich freue mich. Zaching! So, ich bin's wieder, die Annie, die Miss Ironblood. Und wer meinen Namen kennt, den Ironblood, bitte folgt Azulane allgemein auf Social Media, weil es ist mein Lieblingsspiel und die haben meine ganze Karriere erst ins Rollen gebracht. Hat heute sehr viel Spaß gemacht. Alle einmal Juicy ZXZ folgen, wenn nicht, dann ist das relativ ehrenlos. Ich hätte nicht gedacht, dass ich mich so lange hier durchlüge. ich bin sonst auf TikTok und auf Instagram zu finden unter Shiguro. Ja, dann danke euch allen fürs Mitmachen. Danke euch, Jungs. Hey, checkt die Jungs ab. Danke für die Einladung. Dankeschön. Alles von den Jungs in der Videobeschreibung drin. Ey, ich hab diesmal nicht enttäuscht. Ja, du hast es ja auch jetzt mittlerweile verstanden. So. Mittlerweile kennst du ja das Konzept. Aber stark. Starke. Ja. Die Folge war insane eigentlich, finde ich. Heftige Folge. Da würde ich sagen, checkt unbedingt Genshin Impact über den ersten Link in der Videobeschreibung aus. Checkt die Jungs, checkt die Ladies aus. Da würde ich sagen, sehen wir uns das nächste Mal wieder, Leute. Bis dahin, stay tuned.